Die größte Kommunikationsabteilung könnte die Kirche werden, mit den wahnsinnig vielen Mitgliedern, die die Kirche ja hat. Und wenn sie dieses Potenzial aktivieren für Social Media, dann sind sie die größte Kommunikationsabteilung der Welt, ganz genau. Ich glaube, Smartphone-Reporting oder überhaupt kleine Filme zu erstellen zu dem, was passiert vielleicht in der Gemeinde, das gibt dem, was da passiert, eine ganz neue Ebene. Also ich kann viel, viel besser zeigen im Bewegtbild, was machen wir denn eigentlich den ganzen Tag lang, was sind vielleicht Sachen, die uns begeistern, ob das jetzt die Taufe ist oder ein Gemeindefest. Und Smartphone-Reporting bietet einfach die Möglichkeit, genau das abzubilden, in einem Video online zu stellen und auch teilbar zu machen mit anderen. Saplan ist ein System, wo man sich über das Smartphone in das Gottesdienstgeschehen einbringen kann, was dann bei den Tablets der Prediger erscheint. Und das Zweite ist, dass es über Kameras ins Netz gestreamt wird. Die können sich dort über das Internet quasi in den Gottesdienst hineinbringen und haben am unteren Rand von dem Bildschirm dann ein Eingabefeld, wo sie alles, was sie bewegt und beschäftigt, reinschreiben können. Und es wird also dadurch viel bunter und vor allen Dingen viel praktischer und authentischer, weil die Leute fragen, wie hast du es denn erlebt oder wie sind sie mit der Situation umgegangen? Ich wünsche mir, dass wir experimentierfreudiger werden. Also was man im Silicon Valley spürt, ist, dass Leute sagen, wir machen uns auf den Weg. Wir sehen Fragen und wir sehen Dinge, die wir lösen wollen und dann gehen wir ran. Und wir wissen auch nicht, was dabei rauskommt. Dazu gehört auch eine große Toleranz im Blick auf ein mögliches Scheitern. Man muss mal Dinge ausprobieren, man muss auch scheitern dürfen. Und das ist fest in der Mentalität im Silicon Valley verankert. Wir reden auch oft von Fehlerfreundlichkeit. Ich glaube, es täte uns gut, das auch für uns etwas gründlicher in die eigene Grundhaltung zu übernehmen.